Und was kommt nach der Laubenjagd? Klar, die Weißlachsjagd. Also, los geht's. Ab zur Achthuber, rein ins Boot, unterwegs noch einen Kaffee trinken und wir sind am Spot. Am Spot Nummer 2, denn es laufen anscheinend gerade 2 Weißlachs-Spots. Ist das der Hammer? Absoluter Hammer. Gestern Abend schon, beziehungsweise gestern Nacht schon an dem einen Spot gewesen. Es waren Weißlachse da, leider noch nicht so richtig groß bei mir. Und es waren auch Störe dabei. Russischer Stör war mit dabei mit 16 Kilo. Ein 14 Kilo Hecht war dabei. Damit konnte ich schön den Kaffeeauftrag absolvieren. War auch richtig nice. Ging natürlich auch gut rein. Und hat sich kohlemäßig dann natürlich durch die Fische auch dann richtig gelohnt. Heißt also, gestern Abend hier unten gewesen, an dieser Stelle hier, da sind wir so bei 84, 108 ungefähr. 84 oder 83, also in diesem Bereich, da ist auch so eine dicke Wurzel hier am Ufer. Und dann eben hier auf 23 Meter rausgeballert. Und wie es sich für den Weißlachs gehört, immer so in den Morgenstunden und in den Abendstunden hat es dann am ehesten reingeballert. Und zwischendurch waren dann auch immer mal wieder längere Flauten. Das heißt, auch jetzt haben wir ja gerade noch die Nacht. Ich werde mich jetzt gleich schon mal vorbereiten für die Morgenstunden, dass ich dann gleich wieder ready bin. Jetzt, wie gesagt, 2. Versuch hier oben. Auch hier so in diesem Bereich von, sagen wir mal, ja, ich werfe mal so 22 Meter aus. Gucken wir mal, was da geht. Hier habe ich, wie gesagt, noch nicht getestet. Routen und Setup sind noch ready. Lauben sind noch so einigermaßen fit. Gehen wir mal hier auf 22. So. Und dann mal. Ah, muss ich vielleicht noch ein bisschen weiter werfen. Auch noch nicht richtig rein in den Clip. Und die dritte hat auch noch eine frische Laube drauf. 22. Die ging jetzt mal richtig rein in den Clip. Okay, also ich bin so zwischen 20 und 22 Meter, würde ich sagen, draußen. Man sieht es, glaube ich, auch an der Tiefe hier. Das sieht auch ganz gut aus. Und das Teil. Also das ist zumindest hier richtig tief unten. Ist die vielleicht schon zu weit? Vielleicht reichen da tatsächlich auch eher so die 20 Meter. Damit sind wir dann, aber die andere sinkt auch noch ab. Genau, das passt. Damit sind wir dann genau richtig schön tief hier in der Rinne drin. Da wollen wir dann natürlich auch sein. Und dann passt das. Doch, die sinkt auch noch ein bisschen ab. Also 20, 22 Meter, das passt schon. So, und jetzt heißt es natürlich warten. Weißlachsangeln ist tatsächlich mit viel Warten verbunden. Und es ist nicht hohes Frequenzangeln. So ist das nun mal. Heißt also, tja, viel Geduld mitbringen, sich zwischendurch Videos anschauen oder in einen Stream reingucken und dann die Zeit überbrücken und dann wieder auf die frühen Morgenstunden hoffen. Machen wir jetzt auch. Oha, oha. Machen wir auch. Da war gar nicht viel Zeit zu machen. Erster Biss direkt hier. Aber und zweiter Biss direkt hinterher. Was geht denn ab? Das sind doch keine Weißlachse, oder? Barsch, Alten. Die ollen Barsche fressen mir meine Lauben weg, die Lümmels. Ist ja nicht normal, Alter. Ei, 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 ei. So, wieder raus damit. Zack. Nee, doch, die teuren Lauben. Dafür stehst du dann eine Stunde auf Laube, oder was? Übrigens, Lauben. Schon gesehen, das Video für die Laubenköder? Ich verlinke das nochmal oben rein. Zack. Lauben am Windenbach. Na, da zieht doch einer ab. Ja, da zieht doch einer ab. Hat schon mal... Oh, zack, und der nächste wieder. Alter. Okay, die haben ein bisschen mehr Gewicht. Und da geht sogar einer ein bisschen in die Bremse, aber da ist natürlich noch nichts eingestellt von wegen Bremse. Nee, ne? Alter, geiler Barschspot. Wenn das so weitergeht, gehe ich mit der nächsten Ladung Laube wieder nach unten. Ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer, Alter. Hier fressen mir die Barsche die Lauben weg, ey. Aber auf anders wild.
Aber hier, Alter, der hat ein bisschen mehr Power. Und das klingt aber... Das klingt eher nach einem Wels, oder? Das klingt doch eher nach einem Wels. Ei, 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 ei. Ja, 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 ja. So, ich glaube, jetzt haben wir ihn ein bisschen gedreht. Und jetzt kann er ja schön anschwimmen. So, schön rein hier in die weiche Rute und schön rein in die Schnur. Richtig schön hier die Rute fast im 90-Grad-Winkel. Und dann kann er seine ganze Power da in die Rute reinballern. Sein ganzes Gewicht dagegen anlegen. Und das federt hier richtig schön. Zum einen die Monoschnur federt hier schön. Zack. Die Rute federt da rein. Da kann er aber mal Gas geben, ey. Und da wieder richtig schön müde drin, ey. So. Ha. Gerne, ich nehme auch gerne noch ein paar dicke Brocken mit. Da kommt das schon an. Oh, Alter, das ist eher ein Stör, das ist kein Wels. Das ist so ein Störchen, Alter. Geil, ey. Wer hätte das gedacht, dass ich mal auf Stör gehe? Aus Versehen. Guck mal hier, so ein Scherk. Geil. Alter. Ein Scherk. Ha! Scherk allen 10 Kilo schmeckt. Ein Meter lang ist genau die richtige Länge, um den so als Schuhanzieher so schön hinten rein in die Hacke mit seinem Schnabel. Der olle Scherk, ey. Sieht aber geil aus, ne? Und zack, ist die Rute weg. Auch nicht schlecht. Bam! Und direkt am Limit. Auch nicht schlecht. Ich hoffe hier natürlich jetzt mal auf einen schönen Zielfisch. Wobei auch der eskaliert noch nicht so richtig, ne? Vielleicht kann er es aber auch nicht. Die Bremse war direkt ziemlich weit oben. Ei, ei, ei. Aber der Einschlag war sehr, sehr, sehr direkt. Ohne viel rumgezähter. Gucken wir mal. Sieht doch bisher ganz gut aus. Jawohl. Hat auch ein bisschen Bock. Komm ran, ihr Alten. Wir sind noch gar nicht auf Setup eingegangen, ne? Gucken wir gleich mal eben kurz rein, ey. Setup, Position ist ja bekannt, Köder ist bekannt. Und dann schauen wir gleich nochmal eben ins Setup rein. Komm mal rein hier, ey. Man muss es einfach versuchen, man muss es einfach versuchen. Das ist so ein Fisch, da geht es jetzt weniger darum, dass man sich hier hinstellt und übelst die Kohlen macht. Oh mein Gott. Yes! OMG! OMG! Nie wieder Weißlachs angeln. Ist das nicht der Hammer? Abgehakt den Brocken. Ich werd ja weich, Alter. OMG. Alles klar. Ich pack ein. Rinja hauen ihr Lümmels. Ich würde sagen, sucht euch den Spot, beziehungsweise schnappt euch die Lauben. Und dann Attacke Vollgas. Guck mal hier, der Razor Freak. Er sagt schon, hallo YouTube. Ist so, Alden. Petri, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.